Heide Witzka, der Lars hier. Willkommen zurück bei Super Mario 64. Es geht wieder los. Wir beginnen mit Star Revenge 8. Scepter of Hope. Natürlich wieder vom guten Brodude. Und damit wären wir beim letzten Teil der Star Revenge-Reihe angelangt. Wenn es doch wirklich so wäre. Weil Star Revenge 8 ist zwar von der Zahl her der letzte Teil, aber ist es nicht der letzte Teil, weil es gibt auch noch Star Revenge 5, 5 und 3, 5 und To the Moon und irgendwas Neues hat er ja auch angekündigt gehabt. Also sind wir noch lange nicht fertig. Das dauert noch eine Weile. Übrigens, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es der 24.02. Und genau heute, vor 7 Jahren, habe ich die erste Folge meines Super Mario 64 Let's Plays hochgeladen. Schon 7 Jahre. Und deshalb, dass... Man sollte zur Kamera gucken. Meine Fresse, ist das seltsam. Müsst ihr euch dran gewöhnen, muss ich mich dran gewöhnen. Wir legen los. Ich sehe mich die ganze Zeit da. Von der Seite. So, Star Revenge 8. Ich konzentriere mich jetzt hier mal auf den Scheiß. Erstmal wieder Schild lesen. Da blende ich mich aus. Star Revenge 8 Version 1.2. Scepter of Hope. Hack von Brodude. Credits. Levitz Brodude. Musik Pie or Die. Tools, VL-Tune, Fraubars, Gelox, Pilzinsel 64. Kostenobjekte. KZ und Pilzinsel 64. Texturen. Brodude und Super Mario World Central. Originalspiel von Nintendo. Die meisten Level wurden durch die Turo-Spiele inspiriert. Erstellt von Zune. Beta-Tester. Pie or Die und Space Grill 69. Die gerade spielende Musik ist Yokai Space Travel. Die 1.2 Änderungen sind in der Textdatei. Aber die meisten Änderungen beziehen sich auf das Münzensystem, das nun so wie in Star Revenge 4.5 und Star Revenge 5 ist. Ja, da sind wir jetzt hier in der Welt von Star Revenge 8. Und damit sehen wir einen, zumindest eigentlich zum ersten Mal, obwohl wir den schon gesehen haben bei Star Revenge 4.5 und 5. Da ist er. Hier taucht er eigentlich zum ersten Mal auf. Der Squid Dude, Brodude. Ja, ja, gruseliger Brodudes Platoon-Typ. Ich hatte versucht, das neue Modell in die Raum zu bekommen. Jedoch habe ich dumme Sachen in diesen Hack gemacht, also RIP dazu. Was auch immer. Bla bla, böser Stern, bla bla, du bist nicht Luigi, bla bla, geh einfach durch das Portal in das Wiebland und sammle Sterne. Ist ja nicht so, als ob sich jemand für diese Textbox interessieren würde. 6 von 8 roten Münzen werden dir einen Stern geben und 80 Münzen ebenso. Ja, hat er leichter gemacht. Ist ja okay. Zu Kurs 1. Die im Level laufende Musik ist At the End of Spring. Spring Path Rally, Star of the Roofs. Ja, mal aufs Dach hier. Ich hab das schon mal angespielt gehabt. Ich hab ja hier getestet mit der Kamera und so. Und ich hab ja jetzt einen neuen Controller. Hey, da. Und ist ja jetzt hier so ein Xbox One Controller und der fehlt irgendwie hinten was für meinen kleinen Finger. Der kriegt Krämpfe bei. Aber die Sticks sind besser und ich krieg einfacher Firsties hin. Geil, wa? Fortschritt! Technischer! Aber wir gehen mal den normalen Weg. Obwohl ich das auch schaffen würde, so. Ist ein normaler Weg. Außerdem gibt's hier so Hundestatue und ein Schild. Hallo Undertale. Könnte ich irgendwann mal auch spielen, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Manchmal tauchen Mäuse an dieser Statue eines nervigen Hundes auf. Warum? Das weiß ich nicht. Jedoch kannst du manchmal einige Spinnen hören, die hier tanzen. Es scheint so, als ob sie aus einer Höhle kommt, die sich jenseits des Flusses befindet. Aha, aha. Eine geheime Höhle! Möge man vielleicht meinen. Ey, geh doch mal da hoch.
Kein Problem hier, Alet. Außer man macht Blödsinn. Und da haben wir den ersten... Nein, haben wir nicht. Ist das peinlich? Hochmut kommt vor den Fall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann! Was an den neuen Controller nicht so doll ist, sind die Knöpfe, finde ich. Da komme ich noch nicht mit richtig klar. Die Sticks sind besser. Ich krieg einfacher Firsties hin. Also super Wandsprünge. Aber manchmal kriege ich das Timing denn doch nicht hin bei normalen Wandsprüngen. Und der klackert halt mehr. Geh da hoch, Mann. Ja, es wäre einfacher, wenn ich jetzt einfach wieder da lang gehen würde. Wahrscheinlich. Aber ich bin stur und stelle mich der Herausforderung, die ich mir selbst eingebrockt habe. Och, Menno, irgendwie funktioniert das nicht. So wie ich das will. Macht er da einfach mal ohne Probleme irgendwelche Superwandsprünge und dann funktioniert das nicht. Hier, dumme Riesending. Die sind jetzt grün, die blauen Münzen. Okay, ja, von mir aus. Warum funktioniert der denn nicht? Warum kriege ich denn keine normalen Wandsprünge hin? Wenn, dann sind es irgendwelche Firsties, wie man sieht. Du kriegst mich nicht! Der Shaka sieht cool aus. Und er ist wütend. Star of the Roofs. Haben wir noch den ersten Stern. Okay, ist einfach nur ein Zwischenraum. Okay. What over the roof? Bist du doof zum Lesen und zum Sprechen? Holz über den Blumen. Denn übersetzt es halt. Wo sind die Blumen gewesen? Ich bin ja schon mal hier ein bisschen rumgerannt. Ich habe zwar nichts wirklich gemacht, habe nur halt. Bin rumgesprungen, habe mich an den Controller gewöhnt und so. Habe ich mich toll gewöhnt. Ja, Superman-Sprünge kriege ich jetzt einfacher hin. Also wirklich. Da sind sie. Bin falsch gelaufen. Da ist irgendwas bei dir falsch gelaufen. Ja, kurz mal da hoch. Wüsste. Mach hier nicht so ein Terz. Hab ich den? Ja, ich hab den. Scheiß. Upp. Ich wusste jetzt, dass es da zu. Denn darüber wäre ich fast runtergefallen. So. Diesmal spiele ich nicht wieder runter. Weil ich auch diesmal keine Wandsprünge da hoch machen kann. Ja, mach hinne. Ministars of the Frozen Lake. Also die Blumen. Der. Auf jeden Fall machen wir dieses Level, diese Folge fertig, glaube ich. Außer es ist irgendwas, was mich aufhält. Wie zum Beispiel, ich brauche eine Metallkappe und so. Oder ich sterbe im Wasser, weil das Wasser kalt sein wird. Ist rutschig. Ja, gucken wir mal. Ist das Wasser kalt? Ich glaube nicht. Nein, ich krieg ja Leben zurück. Und dann Eistauchen ist gefährlich, Leute. Tauch mal auf 4. So. Hat sich auch das erledigt. Der Rechner, der rattert. Nein.
weiß kann. Kann ich nicht! Gib her! Ich wollte mit den Blümchen da denn da rein. Menno. Ist das seltsam, mich da zu sehen? Eishöhle in den Bergen. Wo müssen wir jetzt dahin? Da, wo ich gerade hingelaufen bin am Anfang, glaube ich. Das war in die Richtung? War es die Richtung? Mir dunkt es, es war die Richtung. Ja, aber es ist kalt hier. Es ist wirklich kalt. Es ist einfach kalt. Bäh. Muss ich dafür jetzt da lang? Nee, da ist nur Dings. War das jetzt normales Wasser oder war das so Lava-Eis-Gedöns? Warum mach ich das? Bäh, nicht so. Hoch! Stimmt ja, jetzt so eine komische Box. Ich will wissen, was in der drin ist. Zwiegeln. Das ist eine Röhre. Was sagt mir denn die Röhre, dass es da irgendwo hingeht? Natürlich. Einfach mal über die Explosion springen. Ja. Ich will aufs Dach. Steigt jetzt hier aufs Dach. Gibt's ein Leben. Ist ja wunderschön, ist das. Was ist das? Wunderschön! Kann man da? Ich falle einfach wieder runter. Auf jeden Fall ist da eine Tür. Interessant. Sehe jetzt? Was will ich denn hier? Braucht nur hier einmal so und dann bin ich oben. Aber wo will ich jetzt hin? Das ist nicht das, was ich machen soll. Blaue Kackplattformen. Ich mag sie nicht. Ich werde sie nie mögen. Deswegen überspringe ich sie einfach. Das ist nicht der Stern, den ich gerade einsammeln sollte. Glaube ich. Zumindest. Die Musik bei den Sternen einsammeln, die ist cool. Gefährliche Fahrt über den See. Ach ja, der hat ja irgendwas von geheimer Höhle gesagt. Geschrieben. Vielleicht sollte ich ein bisschen Schmule betreiben hier. Hier vielleicht irgendwas? Sehe ich irgendwas? Ich sehe gar nichts. Wo muss ich hin? Das ist das erste Level. Ich will jetzt hier noch keine komischen Suchspielchen machen. Müssen wir eh gleich noch machen. Hier rote Münzen und 80 Münzen. Wo kann ich jetzt noch überall hin? So groß ist das Level jetzt nicht, dass hier auch irgendwie groß. Da ist was. Oh. Hi. Armer Baum. Er ist tot. Ich schätze, er hatte keine Chance gegen die Kälte des Winters. Oder er ist tot, weil ich neben ihm stehe. Wer weiß das schon. Wie du möglicherweise weißt, tötet das Sammeln des 100-Münzen-Sterns die Musik. Wenn du nun aber einen Stern sammelst, wird Reincarnation abgespielt, um die Stille zu vermeiden. Dasselbe gilt für das Landen in ein Level, nachdem ein Stern da drin eingesammelt wurde. Jedoch wird dann Vanish Dream, Lost Dream abgespielt. Ich wollte dich das nur wissen lassen. Cool. Ist schön zu wissen. Finde ich gut. Finde ich. So, gibt's hier irgendwie was?
Außer eine Blumenmeer. Eine Möglichkeit, irgendwie da hinzukommen. Okay. Gut zu wissen, dass da eine rote Münze ist. Da ist eine Röhre. Ja, dann... Da ist so ein komischer Block im Weg. Glaube ich, die... Ich glaube, die Röhre führt dann dahin und ich habe keine Ahnung. Da ist eine rote Münze, die haben wir... Hier sind das große? Nein, so kleine. Ja, dann machen wir jetzt hier, die 100. Mal so, dann kann ich da drunter gucken. Dann werde ich nicht in der Sicht behindert. So. Das alte Suchspiel für Münzen. Wenigstens ist es abgeschwächt worden. Hey, da sind wir wieder. Bei den Häusern. Mega richtig aus den Häuschen. Mach mich nicht fertig hier. Einfach nach oben. Hey, Shakya. Diesmal komme ich, um dich zu holen. Deine Münzen gehören mir. Waren hier nicht große Gumbas? Da. Bap. Auch nochmal, ist ja schön. Wo könnte noch ganz viel hier die Wasserläufer? Drei Münzen sind doch schön. Sind das schöne drei Münzen. Die Anzeige ist seltsam. Mit diesen komischen Symbolen. Normale Münzen würden mir besser gefallen. Ich will den jetzt nicht hinterher tauchen. Wird doch bestimmt noch mehr gedünst. Ist da irgendwie eine rote Münze unten drunter? Sehe ich da eine? Nein? Nö? Brauche eh nur 6. Muss ja nicht alle finden. Das bringt nichts. Weißt du, dass da so ein Schatten? Schatten, du der du da bist. Was bist du? Ich will wissen, was du bist. Irgendwas wird das schon sein. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Außer den Schatten. Du kippst jetzt um hier. Winter ist vorbei. Zeig. Ja, schön. Ist kalt. Und noch einer von den Hanseln. Ist er umgekippt. Nicht sehr standhaft, der Schneemann. So, nicht runterrutschen. Einfach einsammeln. Haben wir das schon mal? Fehlen mir trotzdem noch 14 Gedöns. Bap. 69. Natürlich darf das nicht fehlen. Natürlich werde ich davon nicht verschont. Was hat das mit dem blöden Block auf sich? Kann ich den verschieben oder so? Kann ich dann... Bist du ein NPC? Halt mal hier die Backen. Ich will mit den Typen da sprechen. Weil das ist, glaube ich, ein NPC.
Du benötigst ein Abzeichen, um diesen Block zu durchbrechen. Du erhältst Abzeichen und Scheiter von den vielen Hauptbossen dieses Hacks. Cool, die Badges sind zurück. Nur, dass ich diesmal nicht die Standardsachen einsammeln muss. Ich kann von Anfang an Wandsprünge und Dreisprünge und den ganzen Rest. Hey, das sind 20 Münzen weniger als üblich. Nun, das bedeutet kein Eis für dich. Möchtest du speichern? Ja, Eis! Kein Eis! Freut nicht. Hier liegt genug. Ich stehe gerade auf Eis. So, mein schöner blau-roter Stern. Musik ist cool. Ja, das war's denn, wa? Das war die erste Folge. Stellen wir jetzt hier hin. Und ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hat sie euch gefallen. Man sieht sich. Glück auf, euer Lars. Tschüss.